Hallo, Christian Freisleben, Fachhochschule St. Pölten. Ich bin mitverantwortlich für die Planung und Umsetzung der Konferenz Inverted Classroom and Beyond, 20. und 21. Februar an der Fachhochschule St. Pölten. Jetzt anmelden dazu. Und ich habe hier eine weitere unserer Referentinnen bei uns. Bitte, sich kurz vorzustellen. Ja, hallo, mein Name ist Cornelia Borchert. Ich komme von der TU Braunschweig in Norddeutschland und arbeite in der Abteilung für Chemie und Chemiedidaktik. Wunderbar, dann schreiten wir zu unserem ICM World Web. Das größte Potenzial des Inverted Classroom Modells ist für Sie. Das ist für mich die Präsenzphase, die man wunderbar kreativ und kooperativ nutzen kann mit den Studis. Einem Kollegen, einer Kollegin, der die ICM anfangen will, würden Sie empfehlen? Viel Zeit mitbringen am Anfang und offen sein für Neues. Eine oft zu hörende positive Rückmeldung von Lernenden, also von Studierenden, ist. Ja, die Studis sagen ganz oft, dass sie sich die Zeit frei einteilen können, dass das sehr angenehm ist. Am stärksten merken Sie selber als Lehrende Veränderungen im ICM. Ja, die Studierenden sind handlungsfähig, wenn sie in die Sitzungen kommen und auch motiviert. Daraus ergibt sich Ihr persönliches ICM-Motto, das da lautet: Seitens der Studis gut vorbereitet, besser in der Präsenz üben und vernetzen. Und auch für den Dozenten gilt es ähnlich. Also gut vorbereitet verbessert auch die Lehre. Bei der Konferenz freuen Sie sich auf. Ich freue mich auf enthusiastische Kolleginnen und Kollegen und sich von dem Innovationsgeist anstecken zu lassen. Sehr fein. Was bringen Sie zu diesem Innovationsgeist mit? Ja, ich stelle ein Projekt vor, das ich zusammen mit meinem Projektpartner, dem Kai Tegetthoff aus dem Küsteningenieurwesen, aufgestellt habe. Und wir haben ein etwas klassischeres ICM-Format. Wir flippen eine Übung, also etwas, wo man erstmal nicht sagen würde, das ist typisch, da übt man ja sowieso schon. Und das haben wir mit Lehr-Lernforschung begleitet, in einem Großformat und in einem kleinen Format, also mit vielen und mit wenigen Studis, also zwei unterschiedliche Übungen. Und würden das gerne dann vorstellen. Und außerdem unser Transfer, also ich komme aus der Fachdidaktik und aus der Fachwissenschaft, zwei unterschiedliche Fächer und das harmoniert sehr gut zusammen. Ja. Ich glaube, Sie müssen es zumindest ganz kurz sagen, was Küsteningenieurwesen ist, weil also das ist einer der spannendsten Beiträge zur Konferenz. Genau. Ich gebe zu, ich habe das vorher nicht gewusst, aber Ja. ja. Das ist, also man kennt ja Bauingenieurwesen, also wir sind eine technische Uni, wir haben sehr viel Maschinenbau und Bauingenieurwesen und das Küsteningenieurwesen ist eine Vertiefungsrichtung dabei. Also beschäftigt man sich zum Beispiel mit der Wirkungsweise von Deichen oder auch allgemein mit dem Wasser, Ja. was für Prozesse da ablaufen. Ja. Wie wirkt sich jetzt die Herangehensweise, die Sie gewählt haben, wie wirkt sich die aus auf die Lernprozesse? Was erleben Sie da? Ja, die Studierenden sind halt dadurch, dass sie sich vorbereiten können auf die Bemessungsgänge in den Übungen, sind sie deutlich besser vorbereitet. Also sie haben die Inhalte dann auch besser durchschaut und sind in der Übung handlungsfähiger, können direkt losrechnen. Also das heißt, da geht es jetzt sowohl um die fachliche Kompetenz als auch um die Anwendungskompetenz, als auch irgendwelche Schlüsselkompetenzen im Sinn von, ich kann mit jemandem anderen zusammenarbeiten oder so, oder? Genau, Kooperation ist auch ganz wichtig. Das kommt in so Großgruppen, 250 Leute normalerweise ja nicht so vor. Und man kann da so nette kleine Grüppchen bilden, die sich dann auch gegenseitig unterstützen und sich Scaffolding bieten, wenn einer was nicht weiß. Genau. Ansonsten ist es Fachkompetenz, also es ist die Anwendung der aus der Vorlesung bekannten Fachkonzepte auf bestimmte Bemessungsgänge und Übungen. Interessant. Mit welchen Vorbereitungsmaterialien arbeiten Sie in diesen Kontexten? Wir arbeiten derzeit mit Erklärvideos, die spezifisch zu den jeweiligen Themen in kurzen, präzisen Videos angefertigt sind und mit so Formelzetteln, also quasi einer Sammlung der wichtigen Formeln, die dann in der Übung auch mitgebracht werden kann. Die Videos haben Sie selber erstellt? Genau, die hat das Küsteningenieurwesen zusammen mit diversen studentischen Hilfskräften erstellt und spezifisch halt jeweils für die Sitzungen.
Cool. Also ich glaube, das ist mein nächstes Abendprogramm, dass ich mir mal so ein Video anschaue, damit ich auch Firmen, damit ich da auch Firmen bin. Ja, ja, ich freue mich wirklich, dass da so ein ganz entspannender Beitrag aus dem hohen Norden Deutschlands da bei uns dabei ist. Und so freue ich mich darauf, dass wir eben in St. Pölten da einen spannenden Ingenieuransatz bringen, mal aus einem ganz anderen Anliegen. Bis dahin, alles Gute. Ja, danke schön. Bis dann.